Hi Freunde, hier ist wieder Ferro und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play GTA San Andreas. Wir antworten unserem Handy. Wir nehmen ab. Was ist los? Carl, it's Woozy. Hey Woozy, man. What you been up to? Come Woozy. Along and see for yourself. I got a little business proposition for you. Come over and see the setup, my friend. Okay, for sure. I like that. Like it? You're gonna love it. It's the Four Dragons Casino in Las Venturas. Nicht schlecht. I'll see you soon, yeah? Yeah, okay. Gut, Four Dragons Casino in Las Venturas. Wir haben jetzt aber erstmal noch die Flughafenmission zu machen und weil die scheiße sind, mache ich das. N-O-E. Nö. Got you again, Carl. You're half asleep. I could have killed you in 9 different ways. Wake up and smell the coffee. You need to lay off the coffee. We got a problem. I got some guys out in the field need some equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to them. Me take it to them? Yeah, why not? I got 5 guys watching me all the time. I got 2 in that hill, 1 over there, and 2 by satellite. If I go, my guys and I will be dead. I don't have a death wish. I'm a man of peace, son. Yeah, clear. Take the plane. Now, you're not ready yet, so stay low under the radar. Questions? Yeah, just one thing. Get to it. Wait, hey, listen. Listen to me for once. Why won't these guys come after me? Oh, they can't. Because they're all posted on me. 1 DEA, 1 FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters. Checks and balances. Nobody is watching anybody, watching nobody. Know what I mean? Go. Whatever, man. Ich glaube, unser Freund muss sich ganz dringend mal irgendwie in Behandlung begeben, in psychotherapeutische, weil er ganz klar an Schizophrenie leidet. Aber gut, dann oh, ich bin sichtbar. Ups. Ja, wir müssen jetzt hier richtig schön tief bleiben. Ist auch überhaupt nicht scheißend gefährlich oder so. Das gefällt mir natürlich hervorragend. Mal ganz kurz auf die Karte gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Wo zur Hölle müssen wir hin? Hey, Scheiße, wo müssen wir hin? Jetzt mal ganz ehrlich, wo müssen wir denn hin? Hä? Wo ist denn der Missionsmarker? Ach scheiße, weißt du? Ich flieg da einfach mal hin. Nein, 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 nein. Runter. Runter, schön runter. Runter. So. Zum Glück sind wir hier völlig unsichtbar in diesem Dorf. Und auch so hier direkt beim Highway. Völlig unsichtbar. Echt. Ich, also wirklich. Keiner kann uns sehen. Keiner. Müssen wir jetzt durch die Stadt fliegen? Ich bin nicht über der Radarglänze, du Arsch. So. Wo müssen wir eigentlich hin? Ach, halt die Fresse. Halt die Fresse jetzt mit deiner scheiß Radarglänze. Ich krieg die Krise. Vor allem ist es auch überhaupt nicht auffällig, dass hier so ein verdammter Zweiter Weltkriegsbomber sich in irgendeiner Weise... Oh Gott, wir müssen da unter durch, ne? Oh Gott, das wird nichts. Oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wow. Wow, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe. Krass. Gut. Ja, ja, über der Radargrenze. Fick dich. So. Wir machen das eigentlich gar nicht schlecht, würde ich sagen. Ich bin jetzt über der Radargrenze. Das muss aber ein Zentimeter sein, doch. Du bist ein Zentimeter über der Radargrenze. Pass bloß auf. Pass bloß auf, ey. Krieg ich Radio? Ja, cool. Zum Glück ist das Radio nicht unter der Radargrenze. Das wäre echt schlimm. Alter, ne? Ich weiß nicht, was ich da gleich machen muss. Oh Gott, das sind Bäume. Muss ich gerade mal so fliegen? Alles klar, so. Ach, da ist sogar mein Marker. Das ist ja toll. Genau hinter Bäumen. Das ist ja auch toll. So. Und da sind nochmal Bäume hinter. Okay. So. Jetzt muss ich zum Flugplatz zurück.
Das ist auch okay. Moment. Das war's. Wegen der Scheiße. Nee, oder? Das ist ja wirklich toll. Achso, pass auf, die Radargrenze passt sich übrigens an das Terrain an. Das heißt, wenn das, wow. Nein, nein! Ficken. So, nochmal von hier. Da bin ich wohl gerade ein bisschen nervös geworden, aber wie gesagt, ne, jeder Gang macht schlank und alles übt und nicht in die Bäume reinfliegen. Also wie gesagt, die Radargrenze verhält sich wie so eine Maske zum Terrain. Das heißt, über einem Berg ist die Radargrenze höher als über der See zum Beispiel. Das heißt also im Grunde genommen, dass wenn ich hier über so ein niedriges Terrain fliege, so ein Tal hier gerade, jetzt über die Radargrenze komme, muss ich nur warten, bis ich zum nächsten Hügel komme und dann ist alles wieder okay. Ist alles wieder dandy. Ich weiß gar nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber okay. So, wenn ich jetzt hier also ein bisschen in den Sturz gehe, weil ich gerade in einem Tal bin, dann ist das okay, wenn ich gerade mal über der Radargrenze komme, weil der nächste Berg bestimmt kommt. So. Ups, ich darf allerdings nicht zu lange hier drüber. Genau, so, jetzt bin ich über Wasser. Da grenzt es also sehr niedrig. Klasse. So. Voll komplex. Über der Radargrenze. Alles klar. Ich finde, ich bin so unsichtbar, ne? Also echt, ich bin wie ein Schatten der Nacht, wirklich. Ist der absolute Hammer. So, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Weiß ich nicht. Habe ich wieder vergessen? Ich bin irgendwie so... Ich habe auch ein Gedächtnis wie ein Elefant, ey. Ich vergesse nie etwas. Schon gar nichts irgendwie was Wichtiges oder Daten. Das bringe ich auch gar nicht durcheinander. So. Guck mal, da ist der Staudamm. Wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt halt mal deine Fresse mit die dumme... Mit die dumme Radargrenze und so. Übrigens, ne, wenn ihr hier mal irgendwie unten reinfallt, dann ist das quasi Game Over. Das ist echt so scheiße, da wieder rauszukommen. So. Ja, über der Radargrenze. Oh, ich bin jetzt über dem Damm. Huch, da ist die Radargrenze ja wieder verschoben. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo unser Flugplatz ist. Der müsste hier eigentlich... Ah ja, genau, da ist er ja. Hä? So. Mal Fahrwerk rausfahren. Bring die Maschine zum Stehen. Alles klar, Doc, das machen wir. Kann mal hier nochmal Satans Arsch. Irgendwo, also vorzugsweise halt in diesem roten Kreis. Aber ansonsten irgendwo, ne? Ja, klasse. Ja, das war auch echt gut. 15.000 sind auch echt gut. Alter, aber was? Wieder was für eine Scheiße, ne? Ganz ehrlich. So, da sehe ich doch schon die zweite Flugzeugmission. Bevor wir die aber in irgendeiner Weise annehmen, würde ich einfach sagen, die werden auch nur noch schwieriger, glaube ich. Würde ich sagen, wir speichern erstmal, weil ehrlich gesagt, ich vertraue meinem Glück dabei nicht. Jetzt hat es einmal gut geklappt. Ich finde es super. Fliegen wird auch immer klasse. Immer gut, immer toll, immer was Tolles. Mache ich gerne nochmal mit, aber... Ne. Aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal die Flughafenmission fertig, bevor wir in irgendeiner Weise weiterfliegen. So, Learning to Fly, das... Ja, ich möchte die Datei überschreiben. So, kann ich noch, ich hatte nämlich meine Maus gerade nicht zur Verfügung, kann ich gerade noch schießen? Ja, okay, alles gut. So, da steht das Flugzeug gerade nochmal auf der Piste, das ist alles in Ordnung. Alter, wie viel Munition ich habe, ey, ich war richtig sparsam. So, nächste Mission, weil es so schön war. What? No shit. What's your take on this? Damn! I thought them was your people. Listen, Carl, we've got a problem. Some traitors from another department think they can help the overseas situation by financing militaristic dictators in exchange for arms contracts. Hey, ain't that exactly what you do? Well, kind of, but we get to pick our dictators. Degenerates that we can control. We try to stay the hell away from these guys with principles, because that just muddies the waters. Yeah, okay. Okay, so. Of course, these idiots have stolen a consignment of landmines, and they plan to offload them in the Middle East and cause a little ruckus, and everybody goes crazy and have a lot of problems. I mean, Carl,
Do you like maiming people? Curious. Maiming? Some people? Shit. Anyway, the point is, you and me, Carl, hey, we're the same. Now, yeah, it's a dirty job, but somebody's got to do it. But if you screw this up, it causes a tinderbox situation all over Latin America and the Middle East. Now, look. I spoke to the big man. You got clearance to eliminate these fuckers. How's that? Huh? Man, kill government agents. Kill Schmidl. Come on, don't look at it that way. Well, yeah, think of it as pest control. It works for me. All right, come on. I can't stay here now. I'm too hip. I gotta go. Okay? I'm out of here. Du musst für Toreno eine Bombe in deinem Flugzeug platzieren. Das hat er eben nicht gesagt. Fahre mit dem Motorrad auf die Rampe des Flugzeugs und platziere die Bombe darin. Ja, okay. Okay, jetzt... Was? Ich glaube, wir müssen nochmal anfangen. Was? Ja, das war nichts. Ich habe das Flugzeug nicht erreicht. Das ist richtig. Was? Das geht... Was? Okay, alles klar. Dann machen wir das nochmal. So, komm her. Mission. Zack. So. So, jetzt nochmal. Das eben war ja wohl nichts. Also die, wir müssen die Fässern ausweichen. Das ist also der Twist hinter dieser Mission. Okay. So, alles klar, jetzt aber. Hat geklappt? Müssen wir das Ding jetzt fliegen? Das sieht aus wie ein riesiger Antioch. Nee, ist nur eine Galaxie, okay. Du sitzt im Flugzeug fest. Ärgerlich. Dieses Flugzeug ist voll mit Sprengstoff. Na, das ist auch ärgerlich. Sag mal, ey. So. Du brauchst einen Fallschirm. Okay. Dann brauche ich wohl einen Fallschirm. Ärgerlich, dass ich... Alter, ey, was ist denn hier los? So, geh mal gucken. So. Wahrscheinlich explodieren die Fässer auch on Impact, ne? Oh! Was ist denn das für eine Mission? Sag mal. Hä? Was? Oh, okay. Warte. ich hatte mal. Nachdem wir es jetzt ein einziges Mal geschafft haben, in dieses scheiß Flugzeug reinzukommen. Meine Fresse, ey, das ist echt so. Naja. Verlieren wir abermals unser blaues Motorrad. Und, müssen halt aufpassen, dass wir keines dieser Fässer anschießen, weil ansonsten sterben wir wieder eines ganz furchtbaren Todes. Hä? Ja gut, dann halt nicht. Nach diesem kleinen unbedeutenden Zwischenfall, sag ich mal, sind wir jetzt wieder im Flugzeug. Wir nehmen jetzt einfach mal unsere scheiß Katana und hoffen dann, dass dieses Katana keine komische Kettenreaktion hier auslöst. Wo ist er? Ach da, okay. Und läuft weg. Das passt. Das passt. So, er hier da hinten, er, hä? Wo kommt er denn jetzt her? So. So, so, so. Gut. Mal ganz kurz gucken, wo die nächsten Fässer kommen. Ist ja schön hier, dass wir immer noch im Steigflug sind. Wir müssten halt mittlerweile so auf 5 Kilometer Höhe sein, aber ist ja egal. So, ich muss euch sagen, es war gar nicht mal so einfach, auf dieses Flugzeug hochzukommen. Alter, wenn ich jetzt immer noch die Chance... Ja, geh kacken, Alter. So, so. Alles klar. Und jetzt... Ach, er hat den Fallschirm. Okay, so, dann komm mal her hier. Ja, ja. Nimm dir den Fallschirm. Sehr gerne. Du hast den Fallschirm. Das ist ja gut. Dann, platziere eine Rucksackbombe. Warte, erstmal... Erstmal möchte ich hier diesen marodierenden kleinen... Ja, darf ich bitte mit meinem Katana einmal zuschlagen? Lol, was? Hallo? Lass mich aufstehen. Was? Ah, geht doch. So, 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 so. Dankeschön. Ja, du bist mittlerweile zerschnitten eigentlich. Immer noch. Geht doch. So. Platziere eine Rucksackbombe. Da. Hup. So. Und jetzt? Muss ich jetzt hier rausspringen?
Ja? Muss ich das jetzt machen? Ja, gut, alles klar. Schön. Kriegen wir auch 20.000 für. Cooler Effekt, muss ich sagen. Und wir sind halt irgendwie 5 Meter weit gekommen in der ganzen Flugzeit. Ziemlich hoch, muss ich sagen. Wirklich ziemlich hoch. Bisschen unberuhigend hoch, muss ich sagen. Warte, wir... Nee. Wollen wir mal versuchen, vor dem Kentucky Fried Chicken hier direkt unter uns zu landen? Wie gesagt, wie weit sind wir denn eigentlich von allem weg? Wobei, das ist ja wirklich urweit weg. Nee, warte, dann lande ich hier beim Kentucky Fried Chicken, nicht irgendwo in der Pampa. So, jetzt gedreht. Alter, sind wir hoch. Bloß nicht den Fallschirm da ganz oben zünden, ey. Ganz ehrlich, ihr habt so eine Scheißzeit, hier wieder runterzukommen. Ich finde es aber beeindruckend, wie gut der Hut hier eigentlich auf uns sitzen bleibt. So. Hui. Sieht ein bisschen aus wie eine Mückenlarve, so. Hat aber auch Körperspannung, der junge Mann. Naja. So, dann, reißen wir einfach mal den Fallschirm. Jetzt sind wir niedrig genug. Jetzt passt das alles. So. Und lassen uns hier ganz vorsichtig nach unten baumeln. Landen bei Fort Carson. Alles gut. Klasse. Fliegen nochmal auf die Fresse, wie es sich gehört. Und beantworten unser Handy. Hey, tiny bald idiota! Catalina, hey, I know it's you. What's eating you, baby? I don't love you no more. Well, hey, that's just... Hello? Ah, noch ein wunderbarer Liebesanruf von Catalina. Gut, Leute, an dieser Stelle würde ich auch sagen, dass ich euch liebe und dass wir uns im nächsten Part von Let's Play GTA San Andreas wiedersehen, ja? Boah, bis dahin sage ich Tschüss.